Nee, nicht. So viel kannst du nicht tragen. Das ist von Samuel. Gut, dass er meine Vertreibung aus dem Dunwall Tower nicht erlebt hat. Ja, was er wohl heute macht. Und deine Puppe. Deine Puppe. Emily, meine Tochter. Eines Tages wirst du erwachsen sein. Und ich frage mich, woran aus diesen Jahren du dich erinnerst. Verdammte Puppe! Mit Freude an deine Kinderjahre zurückdenken. Nee. Oder gab es zu viele Kindermädchen, Dinner und Lektionen über langweilige alte Geschichte? Ja, meine ganze Entführung. Dann erscheinen dir unsere gemeinsamen Stunden schöner. Die Zeit mit deiner Mutter und Corvo, der mir immer sehr am Herzen lag. Hoffentlich sind die Ratten und Plagen nichts weiter als nur ein Schatten auf deinen frühen Erinnerungen. Eine vergangene Krise, der deine Mutter und ihre Berater getrotzt haben. Eines Tages sitzt du auf dem Thron und ich hoffe, du wirst es gut machen. Keine Zeit dafür. Voller Verantwortung und Gefahr. Du hast dir nicht ausgewählt, die Tochter einer Kaiserin zu sein, wirst diese Herausforderung aber meistern. Bewahre dir ein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten. Und teile deine Macht nur mit jenen, denen du wirklich vertraust. Könnte ich doch noch einmal mit meiner Mutter reden? Ja, könntest du das nur... Aber wir haben momentan erstmal andere Prioritäten. Probleme eher. Ja. Aus dem Palast fliehen. Am Leben bleiben. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Und speichern nicht vergessen. Ja, save early, save often. So viel du kannst. Emilychen. Emilychen. Das klingt doof. Du brauchst einen besseren Spitznamen, Emily. Chicken, ich glaube, sie hat gerade andere Probleme. Ja, dieses Problem wird niemals aufhören. Niemals. Schleunigst raus aus Dunwall. Ah, gut, dass hier ein Schiff ist. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. So, wenn da nicht Stacheldrahtzaun, würde ich da einfach runterspringen. Stacheldrahtzaun. Warum willst du mir wehtun? Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Also, wer ist hier der hohe Chaosvater, könnte ich dir mit Sicherheit diese Frage beantworten. Aber das, weil das hier der niedrige Chaosfaktor noch ist... Wer wirst du am Ende? Jemand, die Leute bespringt und ihre Köpfe gegen den harten Steinboden haut. Ja, definitiv. Ui, das wird jetzt auch spaßig. Schlechte Nachricht. Ramsay ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Caldwin ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Es von Männern des Herzogs. Das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. Könnte ich da so. Auch? Es gibt keinen Weg zurück. Na, eigentlich gibt es schon einen Weg zurück. Ich könnte den früheren Spielstand laden. Ne? Ich
ich überhaupt da hochkommen, ist die Frage. Emily Caldwin wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Speichellecker. Wem erzählst du das? Allen erzählt er es. Allen. Bereit machen. Nee, lieber nicht. Jetzt kommen ja sicherlich alle angerannt, weil ihr Captain weg ist. Mr. Captain. Ich wollte schon sagen, kannst du echt nicht hoch mehr, Emily. Mal sehen. Was war's? Ich schau mich hier um. Verdammt, was war hier los? Kommt ruhig her! Augen offen halten! So ist dich und der andere ist ja noch abgelenkt. Das ging besser als bei Corvo im niedrigen Chaosfaktor. Aber auch nur, weil ich aufs Dach gekommen bin wieder. Da ist nichts dabei. Aber hier war noch, glaube ich, einer drin. Stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. Dann wasch dein Hemd. Einfache Lösung. Ja. Zack. Obwohl, es ist, glaube ich, ein lauter Ausschalter. Den sollten wir nicht machen, wenn andere in der Nähe sind. Ist ja momentan keiner in der Nähe. Bisschen Brot. Brot. So. Ich hätte gern immer noch meinen Pudding. Aber Chicken, hier gibt es keinen Pudding. Ja. Leider. Was bringt es jetzt, hier oben zu sein? Nur eine schöne Aussicht. Mit einem Gebäude. Müsste in der Richtung nicht irgendwo auch das Coldridge-Gefängnis sein? Ja, dort hinten. Das Gefängnis! Die wollten mich da reinstecken. Einfach so. Das gefällt mir aber gar nicht. Glaube ich nicht schleichen, obwohl ich war nicht am Schleichen. Obwohl, das sind ja eigentlich Holzbretter, ne? Na komm, machen wir das einfach mal. Arbeiten wir von vorne nach hinten. Haben wir so auch nicht gemacht, dann haben wir mal Abwechslung. Müssen wir nur auf den nächsten Zug warten, weil Chicken dachte, sie könnte von dort unten aus hochklettern auf dem Zug. Ah, verdammter Zug. Das erinnert mich jetzt an dieses eine Herausforderungslevel vom Dishonored DLC mit den Trials. Oh, wo man Wettrennen gegen den Zug machen muss.
Ekelhaft. Los, Zug. Zug. Darüber kann ich nicht klettern. Wer baut den ganzen Stacheldraht hier hin? Stellt euch mal vor, überall an jeder Ecke hätte man einen Stacheldraht befestigt. Da komme ich ja nirgendwo mehr hoch. Das ist die ultimative Sicherheitsmaßnahme. Ja, kann ja auch dann gegen einen verwendet werden. Wenn uns der Thron geraubt werden würde, so wie Emily. Kommt jetzt mal ein Zug oder nicht mehr? Nie wieder. Na, Chicken ist wohl verkackt, ne? Jetzt kommt Zug. Jetzt kommt Zug. Zug. Ich möchte mitfahren als blinder Passagier. Juhu! Auf Wiedersehen, Yosaka! Von Achtung, Bürger von Dunwall. Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Reise, Delilah. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Gesperrt? Verdammtes Hindernis. Oh. Okay, so vorne wie möglich sein. Achtung, Bürger von Dunwall. Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Reise, Delilah. Renn doch, Emily! Mann! Ferner wird die alte. Oh. Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Manchmal hasse ich meine Tastatur. Was passiert wäre, nicht drauf geblieben. Am besten ins Nichts gefallen schicken. Ins Nichts. Verdammt, ich muss pinkeln. Zu viel Information. Wobei, bist du nicht hier alleine? Momentan. Während er noch am Strollern ist, geht er weg. Dreht er sich um. Igitt. Ich könnte Flasche werfen, um anzulocken. Ja, nutzen wir den Höhenunterschied. In ein anderes Stadtviertel. Ist da einer drin? Ja. Ach, interessiert sich das jetzt wirklich nicht. Passiert ja halt öfter, dass Flaschen zerbrechen. War nicht nah genug, Chicken. Jetzt wahrscheinlich dorthin werfen müssen. Ja, wahrscheinlich. Selbst die ganzen Arbeiter haben sie getötet, die nur ihren Job hier verrichten wollten. Korrupte Schweine! Jetzt komm zurück, du Typ! 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 Das sieht ihn immer noch nicht! Unglaublich! Einem Flüchtigen zu helfen, wird nun mit dem Tod bestraft. Helft der Stadtwache in dieser Übergangszeit. Ah, dann wurde von Problemen heimgesucht. Ich habe auch gerade eine Menge Probleme, Leute anzulocken. Ha, ha.
Sitzt da einfach einer. Warum sitzt du da? Weil er es kann schicken. Nee, mit denen kann ich nicht werfen. Weil ich da nicht hochkomme. Brauche ich mal einen Drei-Doppelsprung. Ja, Dreifachsprung. Schön wär's. Wie muss ich mir das vorstellen? Einfach in der Luft nochmal abspringen? Wie soll das gehen? Aber checken, das ist doch eher ein Videospiel. Also Physik ist für den Arsch. Also darf man ruhig von der Luft abspringen. Obwohl Luft gasförmig ist. Diesmal bist du aufmerksam geworden. Ich dachte, ich hätte genau hier jemanden gesehen. Hallo, da liegt da dein bewusstloser Kollege. Wie, du hast den nicht gesehen? Wie, du hast den nicht gesehen? Hat er auch nicht checken. Er will ihn nicht sehen. Das ist was ganz anderes. Nur noch du und der Kerl da drin. Sagte sie und da hinten läuft noch ein weiterer. Die wollen mich ja alle zu Narren halten. Hauptmann Ramsay war wirklich fleißig, aber ich brauche ein Schiff. Dass hier eines vor Anker liegt. Sonst... Obwohl, kannst du bestimmt auch das Ruderboot dort hinten nehmen. Ruderboot, Ruderboot, Ruder, Ruder, Ruderboot. Ist auch noch ein bisschen in meine Richtung gedreht. Gehört? Na gut, wahrscheinlich zu weit weg. Wo versteckst du dich? Was? Er ist bewusstlos. Ah, so wie du. Das geht einfach viel schneller als zu würgen. Und macht leider auch tausendmal Lärm. Wieder gegangen? Ich habe doch hier nur gerade einen gesehen. Nee, nicht du. Das war ein normaler. Stand er da vorhin auch schon? Okay. Chicken, ich würde dir einen Augenarzt empfehlen. Oder einfach neue Augen, ja. Möchte jemand von euch spenden? Und ich lasse mir auch wie Gerrit mechanische Augen einsetzen. Sonst ist ja niemand mehr auf der Straße. Dieser einen Straße.
Will ich auch hoffen. Gute Nacht! Obwohl, nee, habe keine gute Nacht. Ihr wart alle böse mir gegenüber und meinem Vater und meinem Volk, erst recht. Vergessen wir nicht das arme Volk, wo hier über Leichen jetzt rumliegen. Das war mein Volk! Was ihr einfach so kaputt gemacht habt. Ihr habt alles kaputt gemacht. Schämt euch! Wahrscheinlich werden die sich eh nicht schämen. Ich könnte sie nackt und gefesselt durch die Stadt laufen lassen und dann werden sie von allen ausgelacht. Dann werden sie sich schämen. Ja, hier liegt doch schon eine ganz lange Armfessel. Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, Chicken. Das dauert nicht lang. Kommst du jetzt her? Ups. Ich habe ihn so ein bisschen jetzt mit dem Boden verschmolzen. Chicken, erst Augen geradeaus hinrichten, bevor du irgendwo anders. Aber ich kann doch nicht überall gleichzeitig hingucken. Doch, musst du, sollst du, lern es.